Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Flop-Video. Ich bin niemand, der gerne und oft Produkte verreißt, einfach um des Zerreißens willen. Ich mache nicht gerne Produkte schlecht, weil ich immer denke, die Hersteller haben sich etwas dabei gedacht. Ich hoffe, dass es bei vielen funktioniert. Nur bei mir funktioniert es eben leider nicht. Das sind Produkte, die ich als Flop bezeichne, weil sie bei mir eben nicht funktionieren. Ich möchte jetzt direkt losstarten und euch die Produkte gerne zeigen. Und ich beginne mit einem Produkt, das mir meine Freundin empfohlen hat und was ich total übel finde. Leider. Das ist von Altera Naturkosmetik. Das gibt es im Rossmann. Eine Dusche. Eine Cremedusche mit Bio-Sanddorn und Bio-Arganöl mit fruchtig frischem, sinnlichem Duft. Und ich habe das Ding aufgemacht, habe daran gerochen und habe gedacht, mein Gott, riecht das lecker. So frisch und so toll. Und damit will ich duschen. Ich muss mir das unbedingt kaufen. Wohltuende Reinigung, Pflege. Das riecht so ein bisschen nach Orange. Das hat so einen Orangen, so einen frischen Orangenduft. Und ich habe das sofort gekauft und dann habe ich damit geduscht. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass mir persönlich die Konsistenz hiervon überhaupt nicht gefällt. Und zwar, da steht ja drauf Cremedusche. Jetzt kenne ich Cremeduschen eigentlich nur so, dass die so weiß oder rauskommen und sehr pflegend sind auf der Haut und dann ihren Duft so verbreiten unter der Dusche. Und das hier ist mehr so gelig. Das ist so kein richtiges Duschgel, also es kommt nicht klar raus und schäumt dann. Und es ist aber auch keine richtige Cremedusche im Sinne von super pflegend, verwöhnend und so, sondern das kommt, da kommt so ein geliges, halbflüssiges Zeug raus. Und wenn ich das so auftrage und die Dusche spült es so weg, habe ich das Gefühl, dass gar nichts passiert. Also es säubert nicht, es reinigt nicht richtig, nach meinem Empfinden. Ich mag das Produkt nicht. Ich habe es dummerweise noch in einer zweiten Duftrichtung gekauft mit Limette oder so. Da riecht das so zitronig. Das werde ich selbstverständlich noch aufbrauchen, aber ich werde es nie wieder nachkaufen. Ein weiteres Produkt, was bei mir überhaupt nicht funktioniert, ist von Balea. Und zwar dieser Reinigungsstick hier. Den habe ich mir mal mitgenommen, weil ich dachte, es wäre super praktisch, den auf Reisen mitzunehmen. Da macht man das Käppchen ab, sieht aus wie so ein Deo-Stick. Und darauf steht milde und gründliche Reinigung, erfrischender Matcha-Tee-Duft. Der Duft geht auch, der riecht wirklich frisch, für normale und Mischhaut steht jetzt hier drauf. Und der Sinn davon ist einfach, dass man das halt gut mitnehmen kann im festen Zustand und dann verteilt man das auf seinem feuchten Gesicht. Das Ganze schäumt dann und entfernt das Make-up und alles ist gut eigentlich. Wenn ich das so auftrage, erstmal schäumt das nicht richtig. Ich mache das natürlich aufs feuchte Gesicht und dann arbeite ich das mit den Fingern ein. Und wenn ich das dann so abgespült habe, also Augen-Make-up kriegt das natürlich gar nicht ab. Da habe ich solche Panda-Augen und kriege das überhaupt nicht mehr abgerubbelt. Das lassen wir auch mal außen vor. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass es meine Haut überhaupt nicht richtig reinigt. Es legt sich so drauf und schmiert dann so das Make-up. Die Foundation, das Puder, Concealer, was ich so drauf habe, irgendwie so hin und her. Und dann versuche ich das abzuwaschen und habe dann das Gefühl, zu allem Überfluss, dass da noch so ein Film drüber ist, der das Ganze so an die Haut klebt. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich denke, ihr könnt mir folgen und wisst, was ich meine. Aber reinigen tut das bei mir nichts. Das ist schade. Das ist schade. Ich würde es nie wieder kaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich es leer mache in dem Fall, weil ich nicht weiß, was ich damit anstellen soll. Das nächste Produkt habe ich im DM gekauft und das ist ein Peeling. Da steht drauf, Hashtag BeRoutine, Pre-Make-Up-Care. Also Peeling macht man ja, bevor man Make-up aufträgt, dann ist die Haut schön glatt und so. You are shining like the sun, I love it, baby. Perfect Peeling. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das ist. CC Care Consulting GmbH. Ich zeige euch das nochmal nah in der Kamera, damit ihr das Produkt sehen könnt. Ich habe das gekauft, weil das gut roch. Ich habe das aufgemacht im Laden. Und habe gedacht, boah, das riecht aber frisch und das ist ein schönes Peeling, kann man super, das ist nicht so viel drin, 100 Milliliter sind hier drin, aber es ist so schlank, kann man gut mitnehmen in den Urlaub. Und dann habe ich das tatsächlich mit dem Urlaub gehabt und habe es verwendet. Also erstmal finde ich es super grob zu meiner Haut. Das ist für mich mehr so ein Körperpeeling gewesen und ich wollte es nicht so gerne im Gesicht verwenden, weil irgendwie die Körner so ritsche, ratsche, ne? Man möchte ja jetzt auch nicht mit Schmirgelpapier an seine Haut rangehen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und was mir auch nicht so gut gefallen hat, was ich ehrlich gesagt verabscheut habe, ist der Duft bei der Anwendung. Was hier gut riecht, wenn man es aufmacht und dran schnüffelt, hat dann bei der Anwendung völlig ins Gegenteil umgeschlagen. Und das war so ein chemischer, ich kann das gar nicht beschreiben. Also wie gesagt, aus der Tube geht das alles noch, aber das war so ein, ich weiß es nicht, so ein chemischer Reinigungs- Duft, den ich auch gar nicht ertragen konnte. Auch nicht am Dekolleté oder an den Schultern oder wo man sich sonst noch so peelen kann. Und deswegen habe ich das auch nicht zu Ende benutzt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe nachher meine Füße damit gepeelt. Die brauchen ja auch mal ein Peeling. Und da habe ich gedacht, da riecht es nicht so. Es ist so. Ich sage euch nur die Wahrheit hier. Und deswegen würde ich das nie wieder kaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch zu kaufen gibt.
Ich habe so den Verdacht, vielleicht haben sie es auch schon wieder rausgenommen aus dem Sortiment, weil wahrscheinlich viele Leute so gedacht haben. Es hilft ja auch nichts. Die Firmen geben sich Mühe, bringen Produkte raus, sie wollen ja auch, dass es den Leuten gefällt. Und die sagen ja nicht mit Absicht vorher, wir bringen jetzt das Produkt raus, da können die alle mal schön 5, 6, 10 Euro für bezahlen, haha. Und wenn die zu Hause sind, dann funktioniert es bei denen nicht, dann ärgern die sich schön. Das ist nicht der Sinn davon, ein Produkt rauszubringen, das will keine Firma. Und ich denke aber, wenn ein Gros der Leute das kauft und sagt, das funktioniert überhaupt nicht bei mir, ich kaufe das nicht mehr nach, hat die Firma null gewonnen. Ne? Also die wollen ja eigentlich, dass alle zufrieden sind. Nur, wie gesagt, vielleicht hilft es ja auch der einen oder anderen Firma dann, wenn sie es dann sehen, oder oh, Absatz ist schlecht, warum wohl, ne? Und dann sehen die vielleicht noch zusätzlich ein YouTube-Video und hören die Begründung dafür und denken sich, ah, das könnten wir vielleicht nochmal überarbeiten. Weiter geht's im Text. Ich hatte ein Produkt, ein sehr hochpreisiges Produkt von Estée Lauder in einer Box, in der My Little Box mit drin. Das war so eine Kooperationsbox mit Estée Lauder zusammen. Hatte ich mich eigentlich super drüber gefreut. Aber ich hatte schon beim Auspacken gesagt, oh, ich habe ein Rot gekriegt. Das ist ein Lip Gloss. Weiß gar nicht genau, wie der heißt. Farbnummer 301, Pure Color. Puh, kann ich nicht lesen. Ich brauche eine Brille. Ist winzig klein hier unten drauf geschrieben. Auf jeden Fall ein Pure Color Gloss. Und ich hatte schon, als ich das bekommen hatte, auf meinem Handrücken so aufgetragen und habe gesagt, boah, wenn der mal nicht ausläuft, weil der ist sehr, sehr, also man merkt es, ne? Ich mache das hier so drauf und ich merke so dieses, es klebt, es bapst hier so fest. Und das ist schon unangenehm beim Swatchen. Das hat mir schon nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Produkt aber trotzdem eine Chance. Viele Leute zahlen sehr viel Geld dafür. Die haben das nicht mal eben so in der Box und kriegen die auch nicht als PR-Sample zugeschickt. Und dann habe ich den aufgetragen. Und es war eine Katastrophe. Genau das, was ich erwartet hatte. Ihr seht es, glaube ich, auch an meinem Handrücken. Ich habe meine Hand jetzt heute extra nicht eingecremt, damit es nicht mit der Creme verschmilzt und deswegen läuft. Ich glaube, ihr seht, dass es doch sehr unregelmäßig ist und das zieht in diese Fältchen hier rein. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss einmal getragen, für schlecht befunden, schnell wieder abgenommen dann von den Lippen, weil es fürchterlich aussah, was anderes aufgetragen und damit dann zufrieden gewesen. Und das hier werde ich nie wieder zur Hand nehmen. Ich möchte das Ding nicht mehr haben, weil ich es auch nicht mehr benutzen werde. Und deswegen war es ein mega Flop für mich. Leider. L'Oréal und die Modedesignerin Isabelle Marant haben sich zusammengetan und haben eine wunderbare Kollektion herausgebracht, die ich zugeschickt bekommen habe. Und nicht nur das, ich habe sie sogar zum Verlosen nochmal bekommen. Das habe ich auch getan. Bei Instagram gab es eine Verlosungszeit. Da habe ich das ganze Paket inklusive einer Lederputsch verlosen dürfen. Und ja, die glückliche Gewinnerin hat ihr Paket auch schon erhalten. Wir waren ein bisschen in Kontakt dann. Klar, ich brauchte da die Adresse und sie hat das dann bekommen. Und wir waren uns beide einig, dass da ein riesengroßer Flop bei ist. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich die Lippenstifte aus dieser Kollaboration mit Isabel Marant vergöttere. Die sind super. Die sind matt, leicht, ganz, ganz toll. Auch dieses Augenbrauen-Gel benutze ich im Moment jeden Tag, um meine Augenbrauen in Form zu bringen. Es ist eine ganz, ganz tolle Kooperation gewesen. Und ich hatte auch im Vorfeld schon die Produkte gesehen. Ich wollte das eine oder andere sowieso haben. Und ich habe dann Bilder gesehen, wie sich auch junge Mädchen damit geschminkt haben. Und das sah immer alles wundervoll aus. Auch dieser Shine Anytime Glow Highlighter hier sah immer toll aus. Und ich habe den dann aufgemacht und habe mir den aufgetragen. Wie ich das so mache, mit dem Finger rein, ein bisschen angewärmt und dann habe ich mir den hier so hingetupft. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und ich sah nichts. Nichts. Und dann habe ich gedacht, also muss ein bisschen mehr. Und dann habe ich nochmal und dann habe ich nochmal so drauf getupft und ich sah nichts. Und ich habe gedacht, der macht das gar nicht glänzend. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe heute Highlighter drauf. Aber der macht das nicht glänzend. Der macht eigentlich das Gegenteil. Der macht das matt. Und dann habe ich nochmal so richtig mit dem Finger rein. So. Dann habe ich mir das Produkt angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. Und dann habe ich mir das aufgetragen. Schön. So. Und dann habe ich nochmal was nach, weil ich dachte, verstärkst du den Effekt. Seht ihr hier irgendetwas glänzen? Shiny? Ist hier was shiny? Gar nichts ist hier shiny. Ich trage mir immer mehr auf und ich habe das dann wirklich hin und her und auf der Nase habe ich es versucht und hier glänzt einfach nichts. Dieser Highlighter ist für mich, und ich sage das ungern, es ist für mich ein Porenverfeinerer. Ich habe mir den hier drauf getupft unter dem Make-up. Und der verstopft die Poren,
Das fühlt sich auch so an wie ein Porenverfeinerer. Und dafür ist der super. Also der mattiert ganz toll. Das ist so doof, ne, wenn man das so sagt. Der mattiert ganz toll und eignet sich hervorragend als porenverfeinerndes Produkt unter dem Make-up. Ich habe mit meiner Gewinnerin geschrieben. Und zwar habe ich ganz vorsichtig per Instagram Direct Nachricht gefragt, ob ihr die Produkte gefallen, und sie hat gesagt, ja, vielen Dank, ist alles angekommen, super. Und dann habe ich gesagt, hast du schon diesen Shine Anytime Glow Highlighter ausprobiert? Dann hat sie gesagt, ja, aber der glänzt bei mir gar nicht. Dann habe ich gesagt, bei mir auch nicht. Dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Sie hat dann auch gesagt, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist der mehr so für unterm Make-up so, der mattiert schön, und ich so, bei mir auch, weil ich dachte, vielleicht habe ich ein Montagsprodukt erwischt. Vielleicht ist das eins von denen, die eben nicht scheinen. Da ist was schiefgelaufen. Aber man muss das ja auch nicht immer alles schönreden. Und deswegen möchte ich gerne wissen, ob einer von euch den gekauft hat und ob das bei euch vielleicht auch nur so einen subtilen Glow erzeugt. Weil ich habe auch so Instagram-Videos gesehen, wo sich das jemand hier so hin, und dann war das so ganz subtil, so ganz leicht. Das sah toll aus. Das hat nur bei mir nicht funktioniert. Bei mir ist es dann mattiert. Und wenn ich das über meinen Highlighter hier drüber tupfe, dann glänzt da auch nichts mehr so wirklich. Ich habe jetzt Highlighter drauf, kann ich euch jetzt hier dran an meiner Haut schlecht sichtbar machen. Aber ich denke, ihr seht es an meinem Handrücken. Da glänzt nichts, das ist mattiert. Im Gegensatz zu meinem anderen Handrücken. Könntet ihr jetzt spontan sagen, wo hat sie den Highlighter drauf gemacht? Nee, ich glaube nicht. Ja, deswegen leider ein Flop. Echt schade drum, weil ich denke, dass die ganze Kollaboration, die ganzen Produkte aus dieser Zusammenarbeit schon durchdacht sind und schon funktionieren und vielleicht auch bei den Models funktionieren. Aber ich jetzt so als Endverbraucher, das macht ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwartet habe. Und das ist schon schlecht dann. Okay, ein weiteres Produkt von L'Oréal, was super toll ist. Ich habe das zugeschickt bekommen, Age Perfect aus der Age Perfect Reihe. Ich habe ein komplettes Video dazu gemacht. Die Produkte gefallen mir sehr gut, von der Foundation über den Concealer, den fand ich ganz toll. Die Blushes sind super. Und auch dieser Lip Liner hier, passend zu den neuen pflegenden Lippenstiften, eine Bombe. Ich trage diesen Lip Liner morgens auf und der hält den ganzen Tag. Den Lippenstift, den ich da drüber gebe, der läuft nicht aus. Das ist auch genau das, was dieser Lip Liner verspricht. Und der hält das, was er verspricht. Das ist ein ganz, ganz toller Lip Liner. Einer der besten, den ich hier habe. Weil ich das immer liebe, wenn ich die auftrage und dann verläuft nichts mehr, was ich an Lippenstift nachtrage. Und wenn das den ganzen Tag hält und die Farbe. Und ich kann mir den auch über die ganzen Lippen geben. Das sieht auch toll aus. Solo getragen, super halt. Ganz, ganz tolle Farbe, alles tutti. Aber ich habe ein Problem damit, dass ich den nicht richtig anspitzen kann. Im Sinne von, ich wollte hier unten dran drehen und da hatte ich schon im Video, was ich gemacht hatte, gesagt, das geht nicht, man kann es nicht rausdrehen, obwohl das hier oben Plastik ist und man das vermuten könnte, muss man den anspitzen. Ich habe schon so welche von L'Oréal auch. Das sind Kajalstifte, die ich eben anspitze und da geht das auch. Aber hierbei, ich habe jetzt, also mein Sohn hat zwei Anspitzer zu Hause, die das Ganze so ein bisschen spitzer spitzen. Mag ich ganz gerne für Augenbrauenstifte. Das geht hiermit nicht. Da habe ich es reingesteckt und gespitzt und das hat es so spitz abgedreht und dann ist die Spitze abgebrochen. So, dann habe ich meinen normalen von Essence und von Catrice, habe ich noch so einen Doppelspitzer, wo ich alles mit anspitze, reingemacht und das passte schon nicht so richtig da rein. Es scheint so ein Millimeterchen dicker zu sein als normale Liner. Und dann habe ich gedreht und es ist unheimlich schwierig, dieses Plastik abzudrehen, was dazu führt, dass man einen gewissen Druck ausübt und dann rollt sich das zwar ab, wie beim normalen Anspitzen, aber es macht dann irgendwann flupp. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ist es auch nochmal abgebrochen. Ich muss also vorsichtig sein und sehr viel Aufwand betreiben, um dieses Ding hier wieder spitz zu kriegen, damit es wieder funktioniert. Ich weiß nicht, also das, vom Produkt her möchte ich das gerne wieder kaufen. Sobald das leer ist, habe ich den wieder. Das weiß ich schon, weil ich den toll finde auf den Lippen, weil er so haltbar ist. Was ich aber blöd finde, ist, dass ich wirklich solche Probleme habe, den anzuspitzen. Vielleicht kann man da nochmal irgendwas dran ändern, das Plastik hier weicher machen oder einen ganz normalen, also das vielleicht in Holz fassen oder wie das normalerweise gemacht wird, keine Ahnung. Das ist schon ein Gefummele. Jetzt habe ich noch den absoluten super Toppy Floppy für euch. Und zwar ein Produkt, von dem ich mir viel versprochen habe, weil ich es neu gesehen hatte in der Drogerie. Das ist von Maybelline, der Tattoo Brow Stift. Das ist ein Mikropen mit
mit einer Farbe drin. Und vorne, bevor ich jetzt viel laber, vorne einer Filzspitze mit so Zacken. Das heißt, ihr habt hier vier so dünne Zacken dran, die dafür sorgen sollen, dass man das ansetzt und wenn man so drüber streicht, macht das die Farbe wie so Härchen. Na? So. Ich habe das auf meiner Hand ausprobiert und das ging einigermaßen. Es hat nicht so richtig diese vier Streifen gezogen, aber so ein bisschen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Man muss, wenn ich tipse, kommt die Farbe raus. Man muss die Farbe erst tipsen und dann kann man das so ein bisschen verteilen. So. Ich habe das an meiner Augenbraue ausprobiert und es funktioniert leider nicht. Ich habe extra den Stift auf den Kopf gestellt, damit immer schön die Flüssigkeit nach unten läuft. Ich habe dann so gemacht, habe auf meiner Hand, auf meinem Handrücken so ein bisschen vorgetestet, fest drauf gedrückt, bis Farbe kam. Und habe das dann hier so angesetzt und nach oben gezogen, weil ich diese Härchen imitieren wollte und schon beim ersten Strich kam nichts. Und dann habe ich nochmal und zehnmal und irgendwann kam ein bisschen was. Es waren keine Striche, es war einfach nur ein Farbklecks. Und dann habe ich so zur Seite und dann kam wieder nichts und ich habe da so mit rumgemacht mit diesem Ding. Es kommt nichts raus. Ich habe das neu gekauft, ich habe es noch nicht einmal vernünftig aufgetragen. Ich habe heute Morgen wieder versucht, es aufzutragen. Und was mache ich am Ende? Ich versuche, Farbe rauszuschütteln, Farbe auf den Handrücken zu tupfen. Ich versuche, das hiervon aufzunehmen und hierhin zu schmieren. Schlussendlich bürste ich dann nochmal durch. Hier ist übrigens keine Bürste bei. Und verwende dann einen ganz normalen Augenbrauenstift, den von der Age Perfect Reihe im Moment sehr gerne. Und male mir die Augenbrauen dann nach. Was ist das für ein Produkt, wenn ich damit 5 Minuten rummache, kein vernünftiges Ergebnis erzielen kann und dann mit einem normalen, günstigen Augenbrauenstift hinterherfahre? Für mich ist das ein Produkt, was ich sofort wegschmeißen kann. Ich glaube, es hat 6,95 oder 7,95 gekostet. Auch noch ein ganz ordentlicher Preis dahinter. Und ich hatte überlegt, weil ich immer drüber nachdenke, warum die Produkte bei mir nicht funktionieren. Ich hatte überlegt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich fettige Haut habe, dass es dann auf meiner fettigen Haut vielleicht so ein bisschen rumrutscht und die Farbe eben nicht richtig abgegeben werden kann. Ehrlicherweise sollten Sie es dann draufschreiben. Achtung, funktioniert nur bei pupstrockener Haut. Bei leichtfettiger Haut bitte nicht verwenden, weil dann kauft es nicht, weil dann geht es nicht. Aber das schreiben sie ja auch nicht drauf. Also das geht nicht. Das ist echt. Von der Farbe her habe ich hier übrigens Medium, 120 Medium Brown gewählt. Farbe ist auch toll und auf meinem Handrücken hält es auch ganz gut. Aber es macht eben nicht das, was es verspricht. Ich habe mich in diesem Video dazu entschieden, die Dinge jetzt auch nicht schön zu reden und auch nicht zu sagen, ja, das funktioniert jetzt bei mir nicht, aber vielleicht deswegen oder deswegen, bei anderen funktioniert es bestimmt super, weil und so, weil ich habe die Sachen gekauft, ich habe sie ausprobiert und sie funktionieren nicht. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt ein Newbie bin und überhaupt nicht weiß, wie man die Dinge anwendet. Also ich weiß schon, wie das geht. Und solche Sachen wie zum Beispiel jetzt hier dieser Augenbrauenstift, es malt eben einfach nicht. Und wenn es daran liegt, dass ich fettige Haut habe, dann sollen Sie doch bitte draufschreiben, Achtung, funktioniert nur bei ganz trockener Haut, bei Mischhaut oder leicht öliger Haut bitte nicht kaufen, weil dann kann es ja auch nicht malen. Die Möglichkeit besteht natürlich, dass es deshalb nicht malt, weil ich hier so ein bisschen öliger bin oder so. Ne? Weil auf dem Handrücken geht es ja manchmal, aber auch nicht toll. Aber ist auch egal. Ich möchte das nicht schönreden. Ich habe das gekauft, ich habe da Geld für bezahlt und es funktioniert bei mir nicht. Und ich möchte eben nicht hingehen und sagen, ich brauche jetzt noch ein Handbuch dafür. Brauche ich nicht, will ich auch nicht, es geht nicht und Punkt. Ebenso wie bei diesem Lippenliner hier, wenn ich den nicht vernünftig anspitzen kann, habe ich von dem Ding nichts. So toll wie der ist, ich habe da nichts von. Ich schraube da rum und versuche dieses Plastik hier abzuwürgen. Und wie gesagt, ich habe viele Anspitzer ausprobiert. Es ist eben nichts. Und das wollte ich nochmal sagen. Ich will die Sachen eben so sagen, wie sie bei mir sind, weil ich denke, das ist der ehrlichste Weg, euch das auch mitzuteilen. Mich interessiert wie immer sehr, sehr, ob ihr die gleichen Erfahrungen damit gemacht habt, ob ihr sagt, Mensch, das nervt mich auch total an dem Produkt oder ob ihr sagt, bei mir funktioniert das aber super. Das kann ja sein, ne? Dass ihr sagt, Mensch, ich habe das auch oder das Altera-Duschzeug hier, ich mag nicht nur den Duft, ich mag auch die Konsistenz super gern. Ich habe das Gefühl, ich bin danach super durchgereinigt. Ich eben nicht. Und darum geht es in dieser Art von Video. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich für euch und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt mir alle gesund und tschüssi. Tschüss.